Was leistet die WinCalc-Zentralenkonfiguration? Lernen Sie in diesem Video, wie Sie Kabelquerschnitte berechnen und Zentralenkonfigurationen für modulare RWA-Zentralen erstellen. Wir haben bereits das Zubehör ausgewählt. Weiter geht's mit der Querschnittsberechnung der Leitungen. Dann muss auch die Kabellänge eingegeben werden. Wollen Sie die Zentrale individuell anpassen? Wählen Sie hier Ja. In der Übersicht sehen Sie das Ergebnis der Berechnungen mit Brandabschnitten, Lüftergruppen und Zubehör. Treffen Sie hier Ihre Auswahl. Mit Klick auf Übertragen in den Warenkorb werden die Daten in den Systemshop überführt. Lernen Sie im nächsten Video, wie es dann weitergeht.